Auch Einfamilienhäuser mit höherem Strom- und Gasverbrauch eignen sich für ein Blockheizkraftwerk. Hier im nordhessischen Baunatal arbeitet ein Stirling-Motor mit integriertem Brennwertkessel. Herr Fieseler, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem neuen Blockheizkraftwerk? Wir sind sehr zufrieden mit der Anlage. Sie läuft störungsfrei und ausgesprochen leise. Für uns ist auch die Ökologie wichtig. Durch den Einsatz der Anlage sparen wir auch noch CO2 ein. Unser Stromerlös liegt bei ungefähr 800 Euro im Jahr. Die Mehrkosten für die Anlage lagen bei ungefähr 7.000 Euro. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist, dass so viel wie möglich von dem selbst erzeugten Strom im eigenen Haus genutzt wird. Herr Engelhardt, welcher Aufwand kommt denn auf einen Hauseigentümer zu? Man muss beim Austausch dieser Systeme mit ca. 1,5 bis 2 Tagen Montagezeit rechnen. Das bedeutet, es ist ein geringer Mehraufwand gegenüber dem Austausch von einem normalen Öl- oder Gaskessel. Und die Hersteller schulen die Installateure und somit kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Früher standen die Kraftwerke auf der grünen Wiese. Heute hängen sie an der Wand. Blockheizkraftwerke sind die Heizkessel der Zukunft. Blockheizkraftwerke sind meist Verbrennungsmotoren. Während mit ihrer mechanischen Kraft Strom erzeugt wird, nutzt man ihre Abwärme zur effektiven Heizung des Hauses. Während früher Blockheizkraftwerke nur in großen Wohneinheiten eingebaut wurden, stehen sie heute auch für kleine Gebäude zur Verfügung. Sie können mit Erdgas, gegebenenfalls auch Biogas oder Öl betrieben werden. Kleiner Szenenwechsel nach Lich. In dieser Kindertagesstätte sieht man noch einmal alle Komponenten einer stromerzeugenden Heizung. Den mit Gas betriebenen Verbrennungsmotor. Einen Warmwasser-Pufferspeicher. Und den Brennwertkessel für besonders kalte Tage. Ein BHKW finanziert sich aus verschiedenen Quellen. Einen Förderzuschuss der BAFA. Manchmal gibt es auch noch eine Förderung vom Gas- oder Stromversorger dazu. Steuervorteile gibt es ebenso. Zusätzlich noch einen Zuschuss nach dem KWK-Gesetz auf den gesamten erzeugten Strom für 10 Jahre. Und das Wichtigste? Die wirtschaftliche Nutzung des selbst erzeugten Stroms im eigenen Haus. Der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist und vergütet. Und wenn Sie die Wirtschaftlichkeit eines BHKWs für Ihr eigenes Haus interessiert, dann finden Sie auf der Internetseite der Hessischen Energiesparaktion eine Berechnungshilfe.